Jetzt haben wir den Mirko Plin mit dem, also das ist ganz interessant, mit den Landnutzungsmodellen, die man mit QGIS erstellen kann und PostGIS. Und ja, Mirko, du bist dran. Ja, okay. Also nochmal guten Morgen von meiner Seite. Ich zeige nicht heute, wie man Landnutzungsmodelle erstellt, sondern wie man die Daten dafür aufbereitet, dass man den Landnutzungsmodell nutzen kann. Weil nämlich die Erstellung der Landnutzungsmodelle mit QGIS und PostGIS und Python wäre ein Vortrag, der würde 2 Demo-Seasons füllen. Aber bereits mit den Eingangsdaten für ein Landnutzungsmodell bekommt man jede Menge interessante Informationen geliefert. Als erstmal zur Frage, aus welcher Motivation heraus habe ich mich mit dem Thema beschäftigt? Weil Landnutzungsmodelle waren ja bisher eine Domäne von Rasterdaten. Und mit Vektordaten war es lange nicht möglich oder nur, wenn man sie in Rasterdaten umgewandelt hat. Ganz kurz noch, ich arbeite an der Universität in Bonn in einem Forschungsprojekt zur Siedlungsentwicklung im westlichen Kölner Umland. Vielen bekannt durch das Thema Hambacher Forst und Braunkohle. Aber wir haben dort ein weiteres strukturelles Problem. Wir erwarten in den nächsten 20 bis 25 Jahren bis zu 170.000 Zuzügler in den Kölner Raum. Das macht 45.000 bis 75.000 Wohnungen. Und wo bringt man die Leute unter? Die bisherige Politik einfach, wir weisen einfach Neubaugebiete aus. Egal wo, da wo es schön ist, wo es Investor toll findet, ist nicht zielführend. Deswegen versuchen wir in unserem Projekt über Landnutzungsmodelle und innovative Ansätze den Kommunen Möglichkeiten zu eröffnen, Siedlungsplanung sinnvoll zu gestalten. Und auch aufzuzeigen, wie man hier nachhaltige Entwicklung voranbringen kann und aus diesem Grund eben Landnutzungsmodelle am besten so, dass die Kommunen sich besser selber nutzen können und auch mit Daten, die frei verfügbar sind. Deswegen haben wir uns entschieden, nach vielen Tests ein neues Landnutzungsmodell auf Vektorbasis selber zu entwickeln, was eben erst möglich wurde durch Big Data und durch maschinelles Lernen. Und das ermöglicht uns die Nutzung von relativ einfacher Nutzung von verschiedensten Datenquellen. Und erste Tests zeigen, dass allein die Datenaufbereitung für so ein Modell liefert vielfach spannende Ergebnisse für die Praxis. Und ein Modell auf Vektorbasis lässt sich dank, ich sag mal, aktueller Python-Schnittstellen und so weiter, sehr gut direkt in vorhandene Geodateninfrastrukturen integrieren. Problem ist, Vektordaten sind nicht wie Rasterdaten auf ein einheitliches räumliches Maß gebracht. Sprich, es fehlt eine Standardisierung. Und das will ich mir heute zeigen, und welche Wege es da gibt, Daten aufzubereiten. Als erstes mal, wo bekommen wir überall solche potenziell frei nutzbaren Eingangsdaten für ein Landnutzungsmodell her? Als erstes natürlich die Daten der öffentlichen Hand, beispielsweise von Geobasis NRW, die ja seit 1.3. komplett frei nutzbar sind, unter einer sogenannten CC0-Lizenz stehen, wie ich gestern Abend erfahren musste. Als nächstes Daten aus klassischen Erhebungen zur Landnutzung, wie der Corin-Datensatz der EU, dann OpenStreetMap, eine wunderbare Fundgruppe von Daten, beispielsweise zu Fragen der Anzahl der Ärzte, Kindergärten, Schulen in einem Gebiet, was für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung sehr wichtig ist. Die Daten des Zensus 2011, ebenfalls, wenn man sie etwas aufbereitet, ein sehr schöner Datensatz. Und dann Daten, die wiederum aus den umgenannten Daten abgeleitet werden. Beispielsweise zur Erreichbarkeit von einzelnen potenziellen Siedlungsflächen per Bahn, Bus oder auch per Fahrrad, Entfernungen zu Versorgungseinrichtungen. Open Route Service als freier Router leistet da wunderbare Dienste.
Jetzt das Problem, die Daten kommen in unterschiedlicher Gestalt daher. Also ist die Frage, wie bekomme ich Daten in eine einheitliche Form? Da bietet sich es an, die Daten auf ein einheitliches Raster zu beziehen, was auch den Charme hat, dass es hinterher sehr gut mathematisch verarbeitbar ist. Ich habe hier zum Beispiel zwei völlig verschiedene Datensätze zur Stadt Köln. Einmal die offizielle Landnutzung laut ATKIS, die entsprechenden 18 ATKIS-Klassen oder ALKIS-Klassen, sowie die Haltestellen im ÖPNV. Und wenn ich diese beiden Informationen auf ein einheitliches Raster beziehe, habe ich gewonnen. Der Weg auf ein einheitliches Raster und was dabei rausfällt, ist sehr interessant. Und das möchte ich gleich mal an zwei Beispielen aufzeigen. Erstes Beispiel ist die aktuelle Landnutzung pro Rastergitterzelle aus ALKIS. Die Kenntnis der aktuellen Landnutzung ist die Voraussetzung für jegliche Frage in der räumlichen Planung und auch in dem geplanten Landnutzungsmodell. Und die ALKIS und ATKIS-Daten sind die einzigen Daten, wo man aktuell zu, ich sag mal, erschwinglichen Preisen eine regelmäßige, halbwegs sichere Aktualisierung bekommt. GeoBars NRW stellt diese Daten halbjährlich frei zur Verfügung. Natürlich ist das Problem, diese Daten stimmen nicht ganz mit der Realität überein. Oder die Informationen, die dort abgelegt sind, sind manchmal, ich sag mal, etwas diffus oder passen nicht zu dem Ganzen, wie es wirklich draußen aussieht. Das Beispiel, wo man so ein Problem hat, ist Wohnen in Gewerbe. In ALKIS, ATKIS ist eine Fläche als Gewerbe ausgewiesen, in Wirklichkeit wohnen dort 20 Leute. Oder in ALKIS, ATKIS ist eine Fläche als Landwirtschaft ausgewiesen. In Wirklichkeit ist diese Fläche bereits, ich sag mal, mit landwirtschaftlichen Bauern gebaut worden und nur nicht umgetragen worden. Aber es ist der einzige Datensatz, wo man Aktualisierung bekommt. Und jetzt ist es relativ einfach, diese Daten zur aktuellen Landnutzung aus ALKIS, ATKIS auf ein Raster zu bringen. Es ist nichts anderes als eine Verknüpfung von einigen Basisbefehlen in PostGIS, in einer PostGIS-Datenbank. Hier mal die entsprechende SQL-Anweisung. Und wenn man sich die anguckt, es ist nichts anderes als Select-Anweisungen, in denen einfache Verschneidungen ausgeführt werden und einfach Verschneidungen und Summen ausgeführt werden. Und als Ergebnis dieser Anfrage bekommt man dann die aktuelle Landnutzung in einer Gitterzelle. In einer Gitterzelle bekommt man den Anteil der Landnutzung in den Gitterzellen. Sprich, ich habe einen Hektar, der Gitterzelle hat 1 Hektar Größe und bekomme die Information, ein halber Hektar ist Wohngebiet, ein Viertel Hektar ist Wald oder Landwirtschaft. Und mit diesen Daten kann auch eine Kommune schon sehr viel anfangen mit dieser Information, da sie so eine viel bessere Grundlage für ihre Planungen hat, als nur wenn nur einen reinen Blick auf die Vektordaten wirft. Wir haben zwei Gemeinden, die sind heilfroh mit den Daten, da sie sagen, so können wir wirklich überlegen, wir viel besser überlegen, wir planen, haben viel bessere Planungsgrundlagen. Zweites Beispiel, was ich vorstellen möchte, ist die Frage, wie viele Leute wohnen denn innerhalb einer Gitterzelle? Wie viele Wohnungen gibt es denn dort schon, wenn ich nachverdichten möchte? Also wie viele Leute wohnen auf einem Hektar? Die Information zu bekommen ist nicht einfach. Die einzigen Daten, die wir haben, Wohnungen pro Hektar, stehen im Zensus 2011. Jetzt wäre natürlich der einfachste Ansatz, wir nehmen die Daten der Einwohnermeldeämter und zählen die Wohnungen. Die Daten bekommt man nicht. Die Daten
werden von Einwohnermeldeämtern aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht herausgerückt. Sprich, der einfache Weg scheidet aus. In der Literatur gibt es aber Hinweise, dass ein Einfamilienhaus durchschnittlich 900 Kubikmeter Rauminhalt hat, dass ein Zweifamilienhaus durchschnittlichen Rauminhalt von 1200 Kubikmetern hat und so weiter. Jetzt haben wir ja im Rahmen bei den Geobasisdaten der Länder das LOD2-Modell. Dort sind ja alle Gebäude mit Höhe abgebildet und mit Grundfläche. Sprich, wir können uns das Gebäudevolumen errechnen. Und über das Gebäudevolumen kann man dann die Zahl der Wohneinheiten in einem Gebäude recht gut schätzen. Mit diesem Ansatz bekomme ich eine Genauigkeit von 10% im Vergleich zum Zensus 2011. Allerdings ist der Prozess hierfür relativ trickreich. Es sind längere SQL-Kette. Ich werde die entsprechenden Ansätze alle später mit einem passenden Datenbankschema und einem Hinweis zu Beispieldaten auch in dem GitHub-Repository zur Verfügung stellen. Um diese Information der Wohneinheiten pro Hektar zu bekommen, sprich Wohnungen pro Hektar, importiere ich mir als erstes die Gebäude aus dem LOD2 in der CityDB. Berechne dort das Volumen der einzelnen Gebäudeteile und exportiere dies als Zentroid. Importiere diese Zentroide dann in eine zweite Datenbank, in der ich mir auch die Gebäudedaten aus der Alkes importiert habe und verschneide dann diese beiden Informationen, dass ich am Schluss dann das korrekte Volumen pro Gebäude bekomme. Ich habe praktisch die Grundfläche aus Alkes mit dem korrekten Volumen, was ich durch Summierung der einzelnen Building Parts aus dem LOD2 erhalten habe. Und dann kann ich hingehen mit Hilfe des Feldrechners in QGIS und kann mir dann die Wohneinheiten pro Gebäude ausrechnen. Was dann eine sehr einfache Berechnung ist. Das Ergebnis ist, ich weiß dann für jedes Gebäude mit einer 90-prozentigen Genauigkeit, wie viele Wohneinheiten stecken in dem Gebäude drin. Sind es 5, 10, 20 und das kann ich dann wiederum aufsummieren auf eine Gitterzelle. Und so kann man dann auch sehen, wie dicht ist denn die Umgebung in der potenziellen Neubaufläche bebaut? Wie dicht ist denn die Bebauung bereits in einem Ortsteil? Oder habe ich hier noch Potenzial für Nachverdichtungen? Weil es gibt Empfehlungen auch von Bundesseite heutzutage in Ballungsräumen, sollen zwischen 40 und 60 Wohneinheiten pro Hektar vorkommen. Und bei dieser Zahl sind wir noch lange nicht in vielen Gemeinden in Ballungsraumrandlagen. Ein Schnitt zum Beispiel in einer Gemeinde wie Hürth oder Frechen, sprich westliche Kölner Randgemeinden, dort ist man im Schnitt zwischen 20 und 30 Wohneinheiten pro Hektar. In Köln selbst, in der Innenstadt, ist man bei 70 bis 80 Wohneinheiten pro Hektar. Aber jetzt kurz zum Ausblick, warum mache ich diesen ganzen Aufwand? Langfristig möchte ich ein integriertes Landnutzungsmodell haben, was in QGIS eingebettet ist und wo dann der Planer seine Daten einführen kann und dann automatisch nach neuen Siedlungsstandorten sucht. Und wie das dann aussehen kann, sehen wir hier. Das ist zum Beispiel die Gemeinde Bettburg, liegt genau zwischen Köln und Düsseldorf im Rhein-Erft-Kreis. Hier habe ich die erste Version meines Modells mal arbeiten lassen und auf Grundlage der eben gezeigten Daten ergänzt um Informationen zum öffentlichen Nahverkehr und Kindergärten und Entfernungskindern und Schulen
mal nach potenziellen neuen Siedlungsflächen suchen lassen. Und diese fünf Flächen hat das Modell gefunden. Die schwarzen Kästchen, das sind insgesamt knapp 7 Hektar, die als neue Siedlungsflächen in Frage kommen. Und genau auf diesen 7 Hektar wollte auch die Kommune langfristig ein Neubaugebiet ausweisen. Aber aufgrund der Modellergebnisse und weiterer Untersuchungen von uns im Projekt konnten wir die Kommune zu bewegen, dass dort das Neubaugebiet nicht erst in 15 Jahren, sondern bereits in den nächsten 5 Jahren ausgewiesen wird. Und somit hier eine flächenschonende Verdichtung erfolgen kann, eine flächenschonende, nachhaltige Siedlungsentwicklung und eine Verdichtung bereits bestehender Siedlungsstrukturen erfolgen kann. Das Modell in Gänze werde ich hoffentlich, sofern sie stattfindet und mein Vortrag angenommen wird, auf der Phosphor-G in Calgary präsentieren. Da gibt es dann die ersten Ergebnisse komplett. Vielen Dank. So, dann danke für deinen Vortrag. Gibt es Fragen? Ich fand das Berechnen der Wohneinheiten sehr interessant. Das funktioniert aber dann tatsächlich eher in Rand- oder reinen Wohngebieten. Oder wie wäre der andere Ansatz auch auf Mischgebiete übertragbar, wo einfach, wie Sie gesagt haben, industrielle Nutzung mit Wohnland oder mit Bodennutzung vermischt ist? Es funktioniert auch in Mischgebieten, sofern die Häuser im ALGIS einen entsprechenden Hinweis aufweisen, dass sie wohnend sind. Sprich, es im ALGIS, ATGIS die Kategorie, die Gebäudefunktionen von 1000 bis 1320 haben. Weil darüber kann ich die Gebäude gut selektieren. Sprich, wenn ich einen Hinweis habe, es ist ein Wohngebäude, kann ich zählen. Meine Frage geht in die ähnliche Richtung. Die Abschätzung zum Gebäudevolumen, wie geht man damit um, wenn da Garagen noch an den Gebäuden dran sind, respektive wenn noch unten Untergeschosse in den Gebäuden da sind? Ist das klar aus den Daten erkennbar, wie das abgegrenzt ist? Oder gibt es da allenfalls Probleme, dass es da Vermischung gibt? Sprich, angebaute Garagen sind oft auch als solche in den Planwerken ausgewiesen und Unter- und Kellergeschosse können ein bisschen hakelig sein, sind aber im Gebäudevolumen erfasst. Ich habe dazu auch noch mal eine Anmerkung. Was spricht dagegen, anstelle dessen die GRZ und die GFZ hinzuzuziehen, die im Bebauungsplan in der Regel verwendet wird, um zu berechnen, wo noch Platz ist und wo nicht und wo auch quasi im Siedlungsgebiet noch nachverdichtet werden kann? Das Problem ist, die GFZ zu berechnen, ist relativ schwierig. Dazu fehlen uns im Moment noch leider die planerischen Informationen in vielen Gebieten. Es wäre schön, wenn wir Bebauungspläne hätten und so weiter, um unsere Berechnung auf die GFZ fortzuentwickeln. Aber aktuell ist es, Bebauungspläne aufzuarbeiten und so weiter, sehr mühsam. Meine Hoffnung geht da, dass sowas in Zukunft, wenn der X-Plan-Standard mal umgesetzt wird, etwas leichter wird. Ja, meine Frage geht auch in die Richtung der Wohneinheiten. Gibt es eine Faustformel, also die das Volumen mit den Wohneinheiten verbindet? Es gibt eine Faustformel. Ich habe sie mit Absicht nicht dargestellt, weil da muss man sich dann wirklich durch die einschlägige Literatur wühlen. Ich habe dafür über 300 Veröffentlichungen von Architekten gesichtet, um eine Faustformel herleiten zu können.
Ich habe den kompletten Baukostenindex für Neubauten und diverse andere Standardwerke dafür durchforsten müssen. Aber man kann sagen, dass eine Wohnung im Schnitt ungefähr 300 Kubikmeter aufweist. Und dass zum Beispiel ein Zimmer in einem Altenheim im Schnitt 70 Kubikmeter hat. So, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dem ist nicht so. Dann danke ich nochmal Mirko für seinen Vortrag und um 9:30 geht es dann weiter mit Vektorverschneidung mit Kugis.